Und dann noch so lange, dass wir ein bisschen zocken können. Ja, dann kann man direkt einige Folgen aufnehmen. Ja. Und für die Zuschauer ist das natürlich auch schön. Achtung, links, links, links. Okay, ich fahre hier den Hügel. Ja, geht auch. Ich weiß aber gerade nicht, bei mir sehe ich das gar nicht, wie weit ich noch entfernt. Wie weit unten, noch entfernt neben der Karte, glaube ich. 17 Kilometer. Ach da, stimmt. Okay. Weil sonst hatte man das, glaube ich, immer, jedenfalls in der Beta habe ich das so gesehen, dass das... Also performancemäßig, also online performancemäßig ist es immer noch ein bisschen komisch, finde ich, mit diesen herumbuggen da, laggen. Oh, hier ist irgendwo ein Autoteil. Kommen wir mal. Ja. An alle Einheiten. Zahlreiche Berichte über hier beim Kran ist das, glaube ich. Haltet die Augen auf. Boah, ja, irgendwo hier. Vielleicht da in der Halle? Ich guck mal. Oder ist es bei dir? Nee. Ich glaube, das ist wirklich in der Halle. Guck mal. Ja, hier es ist es. Es muss in der Halle sein. Lass mich erstmal rausfahren. Eins von 20. Oh Mann, ey. 2 von 20. Wie viele sind das denn? Entdeckt. Keine Ahnung. Weißt du, bei dem einen habe ich, glaube ich, schon 8 Teile. Ja, in Detroit, also Mittleren Westen, habe ich schon 8. Habe ich auch schon ein paar. Ich kann nochmal mein Fahrzeug hier wechseln. Irgendwie keine Skill Games auf der Strecke. Braucht man nämlich ein paar über Level 10 Skill Games mal. Nämlich schon nur noch Low-Level-Skills. Ach, die Strecke kenne ich auch. Das ist, glaube ich, auch eine bekannte PvP-Strecke. Ah, und da ist auch schon ein Skill-Game. Passt ja. Passt ja perfekt. Was muss man da machen? Ah, wieder so schnell fahren. Ja, muss man. Oh Gott. Gott, shit. Die Autos kommen auch richtig kacke gerade. Scheiße. Fuck. Nein, ich habe alles verkackt. Ich bin Silber. Mindestens Silber habe ich. Ja, Silber. Sehr schön. Aber das kann ich noch gar nicht tragen. Ist Level 18. Lol. Bei mir hat es noch nicht mal für Bronze gereicht. Das ist für Level 18, könnte ich eh noch nicht tragen, von daher. Ist das egal. Und da kommt noch ein Pflanzen geben. Man kann sich später, glaube ich, auch irgendwie so ein komplettes Paket kaufen. Also, so Pakete gibt es irgendwie. Okay. Da kannst du einen Wagen zum Beispiel direkt auf Stufe 500 oder so tunen. Und springen. Wow, was war das? Gold! Yes! Und Level 16 Gold. Wow. Wie weit ich mit dem Auto springen kann. Alter, diese Viper, ne, die ist so für den Arsch. Die sieht vielleicht schnell aus, aber die lässt sich richtig scheiße fahren. Ja, der Chevrolet, der ist wirklich am geilsten, wie ich finde im Moment. Was hast du denn für einen? Ein Chevrolet. Oh, ich drück mal wieder in die falsche. Ach, diesen Camaro, Ach, den. Camaro SS, genau. Dieser Name, ne? Der Führer fährt mit dem SS. Oh ja. Wie hast du denn, da habe ich dich schon mal gefragt, wie hast du den Lenkrad da in deinem Profilbild drin? Wie hast du das gemacht? Ein Lenkrad? Bei mir hast du ein Lenkrad, wenn ich in der Crew anzeige. Dein Spielerbild angucke. Guten Tag. Ist da nicht einfach so ein Gesicht irgendwie? Hallo. Ein Gesicht und ja, ich höre dich. Gut.
Gesicht, daneben steht dein Level und danach und daneben ist so ein Lenkrad. Ich sehe kein Lenkrad bei mir. Okay, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ja, wir machen gerade ein Skill-Game. Warte mal einen Moment. Das ist dieses beschissene links und rechts. Von. Wow! Oh, jetzt sorry. Ich verkackt. Aber das war nicht deine Schuld. Wir fahren in die andere Richtung, scheiße. Ich hab Silber geschafft sogar noch. Und Level 15 Teil, ja, ich bekomme Teile, die ich nicht brauche. Ja, die kannst du okay. Kannst auch später einfach einbauen. Ja, werde ich auch benutzen. So, ich lade dich ein. Hat's denn geschmeckt? Ja, war sehr lecker. Was gab's denn? Bratnudeln. Ja. Ich hab noch gar nichts gegessen. Ich muss auch gleich noch essen. Ja, irgendwann müsste ich auch noch mal was essen. Kannst du dich ja zu uns teleportieren? Ja, bin dabei. Ich glaube, ein Rallye-Wagen für die Stadt ist nicht unbedingt so klug. Was ist? So ein Rallye-Wagen ist, glaube ich, für die Stadt nicht unbedingt das Allerklügste. Hast du einen Rallye-Wagen ausgewählt? Ja. Weil der ist eigentlich nicht so schnell, der kommt halt nur überall durch. Und jetzt nochmal ein Speed-Teil. What the hell, warum habe ich jetzt so krass Speed auf einmal? Okay. Doss, fuck, sorry. Ich häng fest. Ich hänge im Baum. Im Baum? Im Baum? Warte, am Baum. Mal rauskicken. Warte, sollte ich vielleicht von hinten. Ah, jetzt. Schnell. Wow! Ach, Alter. Schon weg. Ja, gerade rausgekommen. Ich bin der Rase. Oh, in andere Richtung. Jetzt bin ich Level 13. Nice. Hast du in den Wegpunkt hingesetzt? Zur nächsten Mission. Oh fuck. Nein. Was war das denn? Hab ich nicht gut angehört. Ja, war nur ein Graben. Ich mach hier noch kurz das Skill-Game. Ja, komm schon. Wenn ihr da seid, könnt ihr schon starten. Also könnt ihr schon Einladung machen, wenn es geht. Ja, wow. Okay, Gold geschafft. Und das kann ich sogar tragen. 14 Level Aufstieg dadurch. So, 14 Punkte Aufstieg. Was? So, okay. Andere Richtung. Alter, man sieht ja mal gar nichts aus diesem Ding raus. Wir sind jetzt in New York übrigens. Midtown. Was jetzt euch noch nicht aufgefallen ist? Ich bin gerade in Little Italy. Little Italy? Ja, nee, jetzt nicht mehr. Hier ist mitten an der Kreuzung. Okay. Fährst einmal über die Kreuzung, bist auf einmal in Greenwich Village. Und wieder in Little Italy. Einfach im Kreis fahren. Bin gleich da übrigens. Knapp einen Kilometer noch. Ich bin falsch abgebogen. Ich check jetzt irgendwie nicht, wo wir hin müssen. Ja, siehst du das nicht? Bei mir ist da nichts. Echt? Nee, nicht? Da ist ein Wegpunkt, aber irgendwie ist da nichts. Bei mir ist da was. Vielleicht ist es auch so ein. Guck mal kurz, was ist das denn? Ich sehe hier nichts. Achso, das kann ich nur einzeln machen. Das ist wahrscheinlich nur so ein Drag Race oder so. Achso. Ich mach das mal schnell. Könnt ihr da irgendwie Skill-Games machen? Ey, das auch irgendwo. Ah, der Gelände. Was hab ich denn da? An den hab ich ja noch nicht. Kommt eine Cutscene bei mir gerade. Fünfter Punkt.
Wie man einfach für die Sehenswürdigkeiten angucken einfach 2000 Dollar da kriegt. Ja, ganz schön extrem eigentlich. Würde ich auch mal gerne in echt so machen. Gehst in den Urlaub und kriegst, wenn du dir Sachen anguckst, einfach Geld. Autos einfach zu schnell. Ah, hier ist ja auch so ein. Ach so, das können. Doch. Ach, keine Ahnung. Ist ja auch so eine Fraktionsmission mit den Dingens hier. Wie man beim Ford Focus einfach immer ständig diesen Turbolader hört. Ja, die Cutscene ist vorbei. Der Terry getroffen ist, glaube ich, so ein Mechaniker oder was auch immer. Alter. Okay, ich habe mich überschlagen. Ich muss jetzt zum New York Hauptquartier fahren. Alleine natürlich. Low East Side. Ich glaube, das ist die Golden Gate Bridge, oder? Oh Gott, sieht der schäbig aus. Weiß es nicht. Ich kenne mich in New York nicht aus. Ich war noch niemals in New York. Diesen schönen V8. Und nicht daneben mit meinem schönen Vierzylinder. Ja. Schöner. Ich kenne mich ja mit Autos eigentlich gar nicht so gut aus, deswegen habe ich Glück, dass ich euch habe, denn ihr kennt euch mit Autos ziemlich gut aus, wie ich höre. Naja, geht. Ja. Ich fand wirklich, ich habe ja dein Video heute angeguckt von dem NSX, ne? Ach so, der, ja. Der Ton von der Karre ist echt gut getroffen, ne? Ja, das fand ich auch. Von welchem Spiel? Assetto Corsa. Mod. Achso. Müssen ja jetzt noch das Cockpit ausarbeiten. Ich hoffe mal, das machen sie noch. Dann hole ich mir den auch. Ja. Assetto Corsa könnten wir auch mal wieder aufnehmen irgendwann. Ja, auf jeden Fall. In der Hoffnung bei mir irgendwie. Oder ich muss einfach mal irgendwas anderes finden, was nicht Audacity ist. Wie die Tonspur. Hol dir Open Broadcast Software. Ist es kostenlos? Ja. Gut. Dann. Damit kannst du Audio und Video aufnehmen. Das Coole ist, ich habe einfach in meinem Golf, der ist ja von außen so komisch gold lackiert, ne? Da habe ich innen drin auch einfach die komplette Lederausstattung. Auch alles in so gelb gemacht. Gold macht oder so. Ich finde, das sieht so scheiße aus. Ist es auch eigentlich, aber genau deswegen finde ich es irgendwie wieder. Ich weiß nicht, lustig, cool, keine Ahnung. Weil so mega übertrieben. Ach, sind die nach Leistungspunkten sortiert? Und ist das hier ja das schwächste Auto eigentlich, ne? Der Stock Hemi. Man hätte ja nur 4 Gänge. Das ist ja lustig. Okay. Wie viele Autos hast du jetzt?